Heute befinden wir uns in dem Fahrzeug und zwar geht es heute um ganz viele Gadgets, die ich in der Dinette verwende, die ihr in meinen ganzen Videos immer wieder seht, auf die ich immer wieder angesprochen werde. Und ich mache heute einfach mal den ersten Teil für Deko und Zubehör im S-Bereich vom Wohnmobil, wo ich denke, dass sie mir das Leben wahnsinnig viel einfacher und schöner machen. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, ja, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute müssen wir zusammen reingehen, weil es einfach so ein, danke, Schiedwetter ist. Wir kümmern uns heute um Gadgets, wie ich eingangs schon gesagt habe, und zwar Wohnmobilzubehör, worauf ich immer wieder angesprochen werde in meinen ganzen Videos. Und ich war ehrlicherweise immer zu faul, da nochmal ein extra Video zu drehen. Jetzt fange ich endlich an. Ich habe mir gedacht, wir machen da eine richtige Serie draus. Wir gehen das alles peu à peu durch. Und zwar fangen wir heute an im Wohn-Ess-Bereich, was ich da alles dabei habe. Und zwar gar nicht nur an Wohnmobilzubehör, sondern auch, wie ich es organisiert habe mit meinem Tisch etc. Also all das will ich euch heute zeigen und hoffe, dass ich dir den einen oder anderen Tipp damit auf den Weg geben kann. Naja, und dann wird es weitere Teile geben über die Küche, das Badezimmer, Schlafzimmer, Garage etc. Und natürlich findet ihr dann auch alles übersichtlich wieder auf meiner Webseite. Also insofern ist das für mich relativ viel Arbeit, euch das alles zusammenzuschreiben, zusammenzufassen. Und das Video heute ist eben der erste Startpunkt dazu. Deswegen gibt es auch gar keine großartige Gliederung, denn wir gehen das jetzt hier einfach peu à peu durch. Bisschen Gliederung gibt es schon im ersten Teil, da zeige ich euch mal so grundlegende Dinge in meiner Dinette. Da bin ich natürlich im Kastenwagen sehr beschränkt, aber am Ende geht es mir wirklich darum, euch Ideen mitzugeben, völlig egal, mit welchem Fahrzeug ihr am Ende unterwegs seid. Im zweiten Teil, da gehen wir dann auf die Esssituation ein und im dritten Bereich, da kümmern wir uns dann noch ein bisschen um meine Arbeitssituation, weil ich eben auch sehr viele in meinem Wohnmobil arbeite, eigentlich in erster Linie. Egal, jetzt kommt ihr mal rein, weil ihr werdet nur nass und werdet sonst krank und wir legen sofort los. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, und schon sitzen wir gemeinsam drinnen in der schönen, warmen, kuscheligen Bude, denn draußen ist es jetzt immer ekelhafter geworden. Und wir fangen direkt an mit den Basics. Womit setzen wir uns denn hier auseinander in der Dinette? Und da haben mich, und deswegen fange ich hier ganz unten erstmal an, viele immer auf dieses Kästchen hier angesprochen. Das hing früher bei mir in der Küche und die Leute wollten immer wissen, was ist das denn? Ey, das ist ganz banal, das ist einfach nur so ein Duftspender. Da ist bei mir Zirbenholzduft drinnen. Das Ganze ist natürlich biologisch abbaubar, auch nicht schädlich für den Körper, also für den Menschen etc. pp., damit es hier einfach immer richtig gut riecht. Mir gefällt das halt, aber ich sag mal, für ein Wohnmobil ist das jetzt kein Muss, aber weil ihr mich immer gefragt habt. Es geht jetzt erstmal um den Tisch, denn das ist ja mal ein super Basic. Und naja, Tisch ist immer erstmal in der Nett, wahrscheinlich meistens irgendwie zum Einhaken an der Wand und dann hast du hier so einen Standfuß, oft kannst du hier noch was rausfahren und ziehen. Ich habe mir diesen Tisch selber gebaut. Ich war mal bei Mika und habe meine ganze Küche umgebaut und habe dann auch ein extra Video dazu gemacht, wie man denn so Tische bauen kann. Denn die Jungs und Mädels haben mir mal gezeigt, worauf ich da achten muss und wie ich sowas super einfach auch selber machen kann. Naja, und seitdem ist es völlig eskaliert. Ich hatte neulich auf der CMT erstmal einen Vortrag über meine Tische, denn ich habe mittlerweile 5 Tische. Ja, richtig gehört, 5 Tische unterschiedlicher Art. Je nachdem, wie ich unterwegs bin, ob ich jetzt mit meinem Kleinen zum Skifahren fahre zum Beispiel, wo wir dann auf der einen Seite viel Platz brauchen, wenn wir uns hier bewegen wollen, weil wir uns natürlich gemäß der Witterung im Winter sehr viel drinnen aufhalten. Wir wollen hier spielen können. Trotzdem brauchen wir eben den Platz zum Durchgehen. Auf der anderen Seite habe ich einen Tisch, den ich dann nur dabei habe, wenn ich arbeite, wenn ich alleine bin. Das ist dieser hier und der sieht zum Beispiel, der sieht hier ja eigentlich erstmal komisch aus. Der hat eine ganz komische Form, aber für mich ist der top. Weil der ist genau so gebaut, dass ich auf der einen Seite perfekt arbeiten kann, dass ich aber immer super von vorne nach hinten durchgehen kann, ohne den Stuhl umdrehen zu müssen. Das ist eben bei meinem Business-Camping-Alltag sehr, sehr wichtig. Da muss es auch oft mal schnell gehen. Und dementsprechend habe ich mir eben für die verschiedensten Anlässe unterschiedliche Tische gemacht und die nehme ich dann entsprechend mit. Ich habe natürlich nicht immer alle 5 dabei, aber ist ja klar, wenn ich eine Reise antrete, dann weiß ich ja vor im Normalfall, was auf mich zukommen wird. Und deswegen ist mir die Geschichte mit dem Tisch so wichtig und ihr werdet sehen, das wird wirklich dein Campingleben verändern. Allein dieses Tischbein hier habe ich mir hier außen hingemacht. Sieht auch erstmal total doof aus. Aber ansonsten habe ich beim Kastenwagen ganz oft das Problem, wenn ich hier hinten sitze und ich reinrutschen möchte, dass ich immer am Tischbein hängen bleibe. Und das führte bei mir immer dazu, dass ich dann auch immer so schräg sitzen blieb und so weiter und dann hatte ich Schmerzen und das hat mich einfach aufgeregt. Und der Tisch hier ist so klein und dadurch ist der trotzdem so fest, auch wenn das Tischbein nicht in der Mitte ist, dass es hervorragend funktioniert. Das sind so Kleinigkeiten, die du halt aus dem Campingalltag mitnimmst, die aber irgendwie in der Industrie nicht umgesetzt werden, weil man gar keine Zeit hat, wahrscheinlich darüber nachzudenken oder weil es dann am Ende doch wieder jeder anders braucht. I don't know.
Was ich euch nur da mitgeben möchte, ist, ihr müsst ja nicht, wie ich, Tischplatten raussägen wie die Ollen, sondern es kann ja allein sein, dass ihr unten das Tischbein einfach nur verschraubt. Denn das sieht kein Mensch. Das ist auch völlig egal, wenn dann hier unten einfach nochmal zusätzliche Löcher sind. Die könnt ihr nochmal zumachen. Das sieht da unten aber keiner, kann euch das Leben aber extrem vereinfachen. Das war mir ganz wichtig. Ich bin irgendwie so ein Tischnerd geworden. Für die Gemütlichkeit sorgen noch zwei zusätzliche Kissen, die farblich ganz gut zu meinem Fahrzeug passen. Was mir jetzt aber wichtiger ist, ist unterhalb der Sitzecke. Und zwar habe ich hier noch eine zweite Steckdose angebracht mit USB und USB-C, sodass ich auch in der Lage bin, mit 65 Watt meinen Laptop zu laden. Das war für mich noch ein ganz wichtiges Feature in der Dinette. Ja, dann starten wir mal in der S-Position, was ich hier alles habe. Einmal habe ich hier Spaghetti Carbonara, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Aber worin serviere ich die? Ich verwende Silviteller. Und dabei habe ich einmal diese Schüsselchen und ich habe einmal die normalen Teller. Das Ganze in Keramik und in schlicht weiß, weil mir persönlich das einfach am besten gefällt. Ich habe mir das Ganze angeschafft, weil ich die Magnete hier unten sehr spannend fand, weil mir das dann im Fahrzeug nicht hin und her rutscht, wenn ich damit unterwegs bin und ich das einfach in die Schublade reinstelle und damit hat sich die Sache. Die haben aber einen Nachteil, diese Magnete, und zwar, ich liebe dieses Besteck, das ist von WMF und das ist auch kein Plastikgeschirr oder Besteck, Entschuldigung, sondern das ist hier einmal super verpackt im Sinne von, es klappert nicht während der Fahrt und ich kann das dann hier so aufrollen und dann habe ich hier mein Tuch, um es zu polieren, habe meinen Löffel, meine Gabel, mein Messer und ich habe mir hier immer noch einen kleinen Löffel mit reingesteckt, weil ich es einfach sehr, sehr wertig finde. Mit den Magneten heißt es aber, wenn du dann Müsli isst, dass der Löffel physikalisch gesehen immer in die Mitte des Tellers rein möchte. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie das Ganze aussieht. Wenn du gerade Müsli mit Milch isst, dann kann das mal schnell in die Hose gehen, wenn du nicht aufpasst. Oder heiße Suppe, auch sehr unangenehm. Also das hat nicht nur Vorteile, das muss man auch ganz klar sagen. Dessen muss man sich unbedingt bewusst sein. Ja, und wenn wir schon bei Silvi sind, dann bleiben wir auch gleich dabei. Gläser habe ich davon, weil ich auch, warte mal, hört es das nicht so? Ich mag einfach echt Glas, ich liebe das. Ich kann es in meinem Schrank unten aufhängen und spare mir damit enorm viel Platz. Genau dasselbe hier mit Salz- und Pfeffermühle. Auch das finde ich praktisch, weil du hier unten den Magnet hast und das dann einfach bei dir im Fahrzeug an die Decke hängen kannst. Und weil du ein richtig gutes Mahlwerk hast. Und das ist für meine Spaghetti Carbonara jetzt genau das Richtige. Und ein weiterer Vorteil, der mir hier noch auffällt, ist, dass das Mahlwerk, wenn du es hinstellst, nie nach unten gerichtet ist. Das bedeutet, du versaust dir auch deinen Platz nicht. Und wenn du sie aufhängst, dann hast du immer diese Deckel hier drauf. Also ist auch alles optimal. Und ansonsten habe ich hier noch meine Pflanze. Die ist wunderbar unecht. Da habe ich mir einfach, ich glaube, über das große A besorgt. Genauso wie hier unten dann den Topf dazu. Das verstaue ich während der Fahrt immer in der Schublade. Aber ich finde, es sieht so halt nett aus. Mit Normalerde, also mit echten Pflanzen, funktioniert es bei mir nicht, weil das macht einfach nur Dreck bei mir. Ich will das einfach schnell so in die Schublade reinschmeißen und fertig. Auf der anderen Seite will ich lang davon was haben. Ich finde, es sieht echt okay aus und für meine Ansprüche völlig in Ordnung. Die Lampe hier, die ist mega hochwertig. Auf die werde ich ständig angesprochen. Das ist eine Lampe, die aus Italien kommt. Die wurde mir geschenkt von einem sehr, sehr guten Freund, Adrian. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Das ist eine sauteure Lampe. Die hat zwei Lichttöne, einmal warmweiß, einmal kaltweiß. Ich habe mir warmweiß eingestellt. Ich kann sie dimmen, einfach indem ich hier oben drauf drücke, kann ich sie nach unten dimmen oder dann auch wieder entsprechend heller werden lassen. Also das ist alles sehr, sehr schön. Und der Punkt, warum die jetzt so teuer ist, ist die Verarbeitung zum einen, die LEDs auf der anderen Seite und vor allem auch die Akkukapazität. Dieser Akku ist auf die Gastro ausgelegt. Das bedeutet, das muss täglich funktionieren. Die werden nachts einfach ganz schnell geladen und tagsüber müssen die wieder funktionieren. Also die sind wirklich auf Gebrauch ausgelegt und deswegen sind diese Lampen sehr, sehr teuer. Die sind auch relativ schwer und nachdem die in der Konstruktion auch immer so verstaut werden muss, habe ich mir dann noch was anderes einfallen lassen und habe dann noch meine Flaschenlampe dazu geholt. Und wenn wir schon bei Lampe sind, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade in der Einstellung sehen könnt, hier oben habe ich immer noch meine Hängeleuchte, auch auf die werde ich ganz oft angesprochen. Die ist super cool, weil das sieht für mich immer schön aus. Ich hänge die einfach mit dem Klettverschluss oben dran. Ja, und dann ran an die USB-Steckdose. Oder, wie in meinem Fall, über diese Powerbank. Und mit dieser Powerbank, die werden wir in Zukunft auch ganz oft sehen, weil ich finde das super raffiniert mit Powerbanks. Weil du die, egal wie, so wie jetzt zum Beispiel, ich muss nicht extra eine Steckdose legen, ich kann mir die Lampe aufhängen, wo ich möchte, ich kann sie mir ins Vorzelt hängen, ich kann sie mit an den Strand nehmen und am Baum hinhängen. Das ist mega geil und das ermöglicht mir halt so eine Powerbank.
Und diese Powerbank habe ich ganz lange gesucht und ich habe dazu auch mir was Ordentliches einfallen lassen. Das wollte ich euch eigentlich erst zeigen, wenn wir dann im Teil 3 wahrscheinlich sind, im Heckbereich. Denn da ist die bei mir immer verstaut, wird immer geladen, hat Solar dazu, hat immer auch standardmäßig schon mal Kabel, damit ich meine Handys versorgen kann oder meine ganzen Devices. Die ist super, super cool und ich wollte sie euch noch gar nicht zeigen. Ja, das ist im Prinzip meine Esskonstellation. Den Rest, den würde ich sagen, den besprechen wir bei der Arbeit, weil ich habe jetzt Hunger und lass mir erstmal schmecken. Ja, und während ich jetzt dann gleich meinen Espresso genieße, übrigens das Geschirr hier zum Beispiel, das nehme ich mir immer von Urlauben mit. Also ich liebe Kaffee und wenn ich irgendwo bin, wo eine tolle Kaffeerösterei ist, dann nehme ich mir da auch gerne eine Tasse als Andenken mit, weil da auch schon viele gefragt haben. Jetzt wollte ich euch aber noch die anderen Sachen zeigen, die ihr hier so hängen seht. Und zwar zum einen diese Lichterkette hier oben. Früher gab es bei mir hier eine Lichterkette, an der diese Bilder hier befestigt waren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, blende ich euch gerne nochmal ein. Hat mir auch richtig viel Spaß gemacht, habe ich aber nicht mehr im Fahrzeug, weil mir aufgefallen ist, wenn das so richtig heiß wird, dann löst sich der Kleber von den LEDs und den Klammern und dann fallen die ganzen Klammern mit den Bildern runter und dann verknicken die Bilder mit der Zeit, also die gehen einfach kaputt. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, mache ich da was anderes. Und ja, so kam ich dann zu dieser Lichterkette. Und die, finde ich, ist der absolute Burner. Die habe ich schon mal, ich glaube, in so einem Weihnachtsvideo vorgestellt. Das ist das hier. Und was ist das? Ganz einfach, ich kann das hier alles abnehmen. Und dann, und jetzt passt auf, kann ich das einfach hier aufrollen. Jetzt sagt man ja, gut, für was braucht man das? Ich kann ja eine Lichterkette auch so aufwickeln. Ja, da habt ihr schon recht, aber das Problem ist oft bei diesen ganz dünnen Lichterketten, dass die sich dann so verheddern und dann knicken die ab und dann brechen quasi die Drähte innen, dann gehen die kaputt. Und es ist abgesehen davon immer wahnsinnig, die dann auch wieder aufzumachen und wieder aufzuhängen, weil die meistens dann immer nur verheddern. Und so kann ich das perfekt hier zusammenrollen und ich kann das hier ganz einfach an- und ausmachen. Und ich habe theoretisch auch ganz viele verschiedene Modi mit Blinken und hin und her, wenn ich sowas brauche. Also ich bin ehrlich, ich brauche sowas nicht. Ich kann es dimmen. Also ich habe da ganz viele Modi. Ich kann auch einfach nur eine Arbeitsleuchte draus machen. Das ist, finde ich, eine mega geile Lampe. Also ich mag die total und deswegen hat die jetzt nicht nur Einzug gehalten, wenn ich draußen irgendwo Licht brauche und es schön haben möchte, sondern eben auch hier innen drin. Aufhängen wiederum tue ich das Ganze hier mit diesen Silvi-Pads, die ich einfach hier unten ran mache. Kleine Magneten unten dran gehaftet und somit habe ich die Haken, dass ich die entsprechend aufhängen kann. Ja, und jetzt haben wir quasi schon ein bisschen drüber gesprochen und zwar über diese Bilder. Und da habe ich mir einfach selber was gebastelt. Das könnt ihr auch super einfach nachbauen. Auch das, glaube ich, habe ich im Weihnachtsvideo gebracht. Ich habe mir einfach eine Korkwand gekauft, habe mir die in der Form zugeschnitten, wie ich sie gerne habe. Ich habe eben gerne Berge und für mich passt das Bergmotiv auch ganz gut, weil ich hier eben diese Kante habe, wo der Wandschrank ist. Deswegen musste ich da ein bisschen verjüngen oben. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich einfach das Bergmotiv. Über Geschmack lässt sich streiten. Man kann es auch mit Sicherheit schöner umsetzen. Einfach Filz drumherum gewickelt. Und dann habe ich hier meine individualisierte Pinnwand mit schönen Urlaubserinnerungen. Ja, soweit der gemütliche Teil hier bei mir im Fahrzeug und jetzt zeige ich euch mal, wie ich an diesem Tisch arbeite und welche kleinen Helferchen ich dabei noch mit bei. Ja, sprechen wir jetzt noch über meine Arbeitsumgebung. Wie arbeite ich hier? Und auch da kann ich euch jetzt schon mal sagen, da ist nicht nur alles für die Arbeit relevant. Einmal fange ich hier nochmal mit der Deko an, um mich dann ein bisschen zu reduzieren und nicht mehr so viel Platz auf dem Tisch zu verbrauchen, habe ich dann hier auch noch so eine kleine Flasche mit einer unechten Tulpe, die aber wirklich sehr, sehr cool aussieht, wie ich meine. Gerade auf die Entfernung natürlich. Und dann ist euch wahrscheinlich das Sackerl hier aufgefallen. Und das ist von den Vanridern, und zwar von der Ela und dem Olli. Und das hier ist eigentlich ein kleiner Bio-Eimer. Der ist wirklich vom Stoff her so konzipiert, dass du hier deinen ganzen Biomüll reinschmeißen kannst und dann wunderbar zur Müllentsorgung mit einem wunderschönen Säckchen gehen kannst, das dann wegwerfen kannst. Alles sehr nachhaltig, super schön. Aber eben mir zu schön. Und nachdem ich auch gar nicht so viel koche, habe ich da gar nicht so einen großen Need. Deswegen sind bei mir hier immer meine Kabel drin, die ich alle brauche für meinen PC, für meine Arbeitsstation. Und die lasse ich dann während der Arbeit hier hängen, weil wie jetzt in dem jetzigen Fall gerade, brauche ich dann langsam wieder Strom. Ja, dann habt ihr das hier alle schon mal gesehen. Und jetzt fragen mich ganz, ganz viele Leute immer nach diesem Bildschirm. Also nicht nach dem hier unten, das ist einfach ein ganz normaler Laptop, sondern nach diesem Bildschirm. Und das ist ein Bildschirm von Espresso, so heißt die Firma tatsächlich. Und das Tolle ist, den kann man per Magneten überall anheften, sozusagen in Anführungsstrichen. Er ist ultra dünn, er ist relativ groß, ist aber auch unfassbar teuer, muss man auch dazu sagen. Ist ein Touchscreen, also man kann damit arbeiten, im Sinne von, man kann da auch drauf schreiben, malen etc. Und mir ging es in erster Linie darum, dass ich einen Monitor dabei habe,
der von der Stromversorgung her sehr human ist. Und ich verbinde den einfach nur mit einem USB-C-Kabel. Damit kann ich Bild, Ton und Strom transferieren. Und wenn ich keine hohe Rechenleistung habe, komme ich in der Konstellation fast 8 Stunden aus. Und das ist natürlich schon gigantisch. Also 8 Stunden ohne Laden, theoretisch. Und wenn ich ihn lade, selbst dann verbraucht er nicht wahnsinnig viel Strom. Und jetzt komme ich noch zu dieser Halterung. Da habe ich auch verschiedenste Sachen schon ausprobiert. Und die hier gefällt mir gerade relativ gut. Ich habe da einfach so einen Standfuß. Das Ganze gibt es auch, dass ich das direkt hier ranhänge. Da bin ich noch am Überlegen. Verlinke ich euch aber auch nochmal, weil das habe ich euch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Warum ich den hier so interessant finde, ist einfach Folgendes. Ich kann das hier unten zusammen machen. Und dann habe ich eine Wandhalterung und kann das in die Wandhalterung mit reinhaken und kann dann, wenn die Fußball-EM endlich losgeht, perfekt im Bett zum Beispiel Fußball gucken oder YouTube oder was auch immer. Ja, und ganz aufmerksam zusehen ist dieses Wandregal hier nicht in Gang. Und da wurde ich auch immer wieder darauf angesprochen. Das ist ganz einfach hier montiert und zwar mit so einem Klebepad. Das ist wieder ablösbar. Das bedeutet, ich habe hier keine Rückstände, ich habe hier keine Löcher drin. Einfach hingemacht und dann drüber gestülpt, fertig. Hier kann ich mein Handy reinpacken, meine Powerbank, Stifte, eine Sonnencreme, Temperaturstühle, was auch immer, was ich halt so im alltäglichen Camperleben brauche. Aber auch nicht irgendwie immer nur auf den Tisch rumliegen soll. Hier ist es schön verstaut, die Ecken sind schön abgerundet, deswegen geht mir das auch nicht im Weg um. Man kann sich auch nicht wehtun, wenn man dran vorbeigeht. Also es ist eine ganz, ganz kleine Geschichte, aber ich finde, es hat für mich eine große Wirkung. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit den ganzen Gadgets, den Deko-Elementen, all dem, was ich hier im Wohnbereich hier so integriert habe, mit den ganzen Tipps. Ich hoffe, ihr habt da wieder ein bisschen was mitnehmen können. Ich bin natürlich aufgrund der Größe hier im Kastenwagen sehr reglementiert. Also mir ist völlig klar, dass in größeren Wohnmobilen hier noch viel, viel mehr möglich ist. Deswegen schreibt ihr super gerne in die Kommentare, was habt ihr noch in der S-Ecke in eurer Dinette für Raffinessen, für Tipps und Tricks, für kleine Gadgets, die euch das Leben im Camper noch so viel schöner gestalten, als es eh schon ist. Das ist natürlich für uns alle super interessant. Ich schreibe euch diese ganzen Themen natürlich auch nochmal hier unten in die Videobeschreibung. Zudem findet ihr auf meiner Webseite einen Blogbeitrag, wo es um all diese Themen hier geht, wo auch nochmal ein paar Bauanleitungen dabei sind, wo nochmal die Verlinkungen zu den jeweiligen Produkten sind, wenn ich sie denn noch habe. Aber da helfen wir dann am Ende einfach alle zusammen. Ich versuche da diese Übersicht darzustellen. Wie gesagt, dann geht es weiter ins Wohnzimmer, ins Badezimmer, ins Schlafzimmer, in die Garage. Also da haben wir nochmal ein paar Teile vor uns. Und wenn ihr sagt, wow, das ist ein cooles Format, das hat ihr viel gebracht, dann lasst super gerne ein Like da, dann weiß ich, dass ich weitermache und ja, ich hoffe, dass dem so ist und wenn das so ist und ihr total verrückt seid, das noch nicht gemacht habt, dann sehr gerne den Kanal abonnieren, drückt auf die Glocke, denn dann werdet ihr von YouTube sofort informiert, wenn es hier auf dem Kanal wieder ein neues Video gibt. Die gibt es nämlich jetzt wieder regelmäßig, wöchentlich kommt hier ein neues Video raus. Die nächsten Teile werden nicht sofort rauskommen, glaube ich, weil ich auch noch so viele andere super spannende Themen habe und ich versuche das einfach alles ein bisschen querbeet einzustreuen, sodass wir alle was davon haben und damit würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zusehen, wünsche dir und euch allen, egal wie auch immer ihr unterwegs seid, wie ihr eure Dinette und eure S-Ecke gestaltet habt, welche Raffinessen ihr dabei habt, immer ganz, ganz tolle Touren, wunderschöne Reisen und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, bis dahin, alles Gute und wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen, euer Markus, ciao.